Jo, weiter geht's. Wir sind immer noch mitten im Nirgendwo und wollen mal schauen, ob wir hier wieder wegfinden. Auf geht's, komm mit. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir sind hier noch mitten im Nirgendwo und wollen mal gucken, ob wir hier, ja, beziehungsweise wie wir hier den Berg wieder hochkommen. Natürlich musste ich die jetzt noch anlocken, die Scheißviecher. Ich verliere die mir so schnell aus dem Auge. Na komm her. Ich mach dich nackig. Nummer 1. Oh. Sache, ich verliere die aus dem Auge. Oh, ist so eine Spinne, ey. So, die ist hin. Was? Noch eine? Scheißviecher, ey. Ich hasse sie. Man sieht sie so schlecht. Vor allem nachts, ey. Wo ist er? Ah, dich gehört, du Assi. Oh, ich bin tot? Echt? Oh. Wann ist mir das denn das letzte Mal passiert? Hubala! Na Mensch. So eine Scheiße. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Oh, ich bin auch halb tot, sehe ich gerade. Immer noch. Man kriegt nicht mal wieder volle Lebensenergie. Wie assi ist das denn? Na gut. Dann würde ich sagen, düsen wir nochmal durch. Ne, ich will jetzt hier meinen Schwefel haben. Und dann will ich endlich andere Dinge wieder tun. Ich hatte nämlich langsam echt keine Böcke mehr auf den Scheiß. Beziehungsweise auf diesen Lagerscheiß, den ich bis letzte Folge gemacht habe. Und das hier ist irgendwie was Neues und irgendwie auch nicht. Und irgendwie doch und irgendwie nicht. Und ach, naja. Wir hopsen diesmal hier rüber. Irgendwie ist das eine Scheißidee gewesen. Habe ich das Gefühl. Na komm. 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 Nee, darunter wollen wir ganz offensichtlich nicht. Das klingt nach, da will man nicht sein. Oh, hier will ich noch weniger sein. Hups. So, ich weiß, dass wir da hinten zum Kohleding müssen und dann sind wir schon ganz in der Nähe. So, jetzt können wir erstmal wieder runter. Zack. Dann müssen wir hier, ich glaube, hier müssen wir noch hoch. Denn da unten dran vorbei, da müsste das sein. Oh. Ich glaube, hier wohl mir einer was. Komplett ohne Ausrüstung, komplett ohne Heilung, das ist schon mal schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ich glaube, ich hätte sogar noch Heilung im Behälter liegen gehabt. Okay, zumindest die Kiste wird mir angezeigt. Das ist ja schon mal gut. Oh, da ist einer. Nee. Komm, vergiss es. Komm. Hol die Kiste. Wo ist die Kiste? Habe ich das Vieh eigentlich noch erwischt? Ich weiß es gar nicht. Wie bin ich denn hier hinten hingekommen? So. Wow. Oh, ich muss die jetzt echt nochmal reinpacken. Scheiße, ey. Können wir uns hier irgendwie in Sicherheit bringen? Können Spinnen klettern? Eigentlich schon, ne? Du dahin. Und jetzt heilen wir uns erstmal. So. Gönn dir hart. Wir sammeln gleich nochmal ein paar auf. Dann gucken wir erstmal, wo diese scheiß Spinne ist. Zoom. Was ist das denn da? Das ist meiner von mir. Wo bist du? Hau ab! Verpiss dich! Alter, ich mach bald diesen Arachnophobia-Dings an. Nur damit ich die besser sehe, die Viecher. Zeig dich. Arschkeks, ey. So, hier ist eine Himbeere. Und jetzt müssen wir, glaube ich, da oben hin. Da gehen wir erstmal rüber. Kommen wir in jedem Fall schon mal hoch. Da ist noch. Ne, die will ich auch noch haben. Zack. Viel hilft viel. Da ist noch eine Himbeere. Sehr schön. Nehmen wir auch mit. So. Und dann habe ich mich verlaufen. Scheiße. Aber ich kriege Himbeeren. Das ist ja auch schön. Himbeeren. Immer her damit. Wir haben gerade ordentlich ein paar verballert.
Die nehmen wir doch gerne. Da. Das ist quasi rettendes Zuhause. Oh. Die kann ich irgendwie füttern, glaube ich, ne? Ich glaube, die waren das. Oder waren das diese Gecko-Viecher? Dann könnte ich die in meinen kleinen Zoo einspielen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Bringen aber auch Geschenke. Ne, wir haben jetzt schon so viele Stunden zugebracht, wird Zeit für Geschenke. So, hier haben wir schon mal die Kohle. So weit sind wir schon mal. Sehr gut. Und dann sind wir von hier aus doch, genau. Es läuft ja alles schon halbwegs hier. Brauchen wir nur noch Strömung. Zack, jetzt aber nach hier oben. Einmal hier rüber. Wenn wir schon mal dabei sind. So, schön geordnet. Das läuft. So. Oh, war doch weiter weg, als ich irgendwie im Kopf hatte. Ist das Teil eigentlich schon komplett dran? Ich glaube ja, ne? Oder hatte ich hier noch irgendwie rumgebastelt? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Jo, der läuft. Kommt das auch hier oben an? Na komm. Kommt da was? Ja, die brauchen wir so lange, bis sie erstmal hier am Rennen sind. Ja, da kommt Schwefel. Sehr schön. Dann können wir jetzt bald eine kontinuierliche Munitionsproduktion aufbauen. Das ist ja auch schön. Ich weiß gar nicht, ob das fürs Gewehr das gleiche ist wie für die Dings hier. Ach, echt jetzt? Ich habe kein... Ach, nö. Und jetzt komplett zurückrennen. Wie ätzend ist das denn? Hätte ich auch vielleicht mal gucken können, ne? Oh, das sind hier noch die Standardbänder. Die könnte ich mal aufrüsten. Nehme ich gleich mal ein bisschen mehr Stahl mit. Das sollte ja von der Sache her alles da liegen. Ich habe das ja hier... so aufgebaut, dass ich überall was liegen habe. Ne? Ich meine, von hier sieht das jetzt echt cool aus. Das gefällt mir. Auch wenn da oben so ein bisschen... Obwohl, da, das will ich gar nicht sehen, was da oben ist. Von daher ist es gar nicht mal so schlecht. So, und dann sollte hier doch Stahl rumliegen. Zack. Hier läuft nichts. Warum läuft hier nichts? Bist du ausgelastet, mein Freund? Keine Stahlbahn. Warum nicht? Du auch nicht. Was ist denn hier los? Da kommt. Ja, wir brauchen mehr Kohle. Kommt. So ein Fitzel kommt hier an. Warum läuft denn das hier so langsam? Hä? Das ist doch die erste Station, die Kohle abnimmt. Kann gar nicht sein, dass das so wenig ist. Du brauchst 45 pro Minute. Du brauchst... Ja, logischerweise auch 45, also 90. Ich muss gleich mal gucken, was das Ding da hinten ausspielt. Aber ich meine, es waren 120. Hier ist nichts mehr, hier ist auch nichts mehr. Habe ich das nicht gesplittet? Habe ich das direkt rausgeschickt? Och nö. Das war ja jetzt so nicht geplant, ne? Das habe ich mir anders vorgestellt. Das ist hier... Das ist kein intelligenter Splitter. Moment. Wenn wir schon mal hier sind. So. Dann kommt das mal alles weg. Obwohl, das können wir da drauf lassen. Und dann bauen wir hier mal einmal einen intelligenten Splitter. Toll. Mache ich schon wieder was ganz anderes, als ich machen wollte. Magus, du hast da drauf. Einen hier hin und ein dahin. Du machst Stahlträger. Ach komm. Warum ist denn hier schon ein Knick? Bin ich ja jetzt schon angepisst. So. Und... Boah, echt jetzt? Nerv mich nicht. Nerv mich einfach nicht. Das machen wir weg.
gucken wir, dass wir hier rumkommen, dann müssen wir nicht extra umbauen. So. Und dann. Zu teuer. Ah, fuck, ey. Der jagt wahrscheinlich alles durch. Ha, einen haben wir. Muss ich jetzt echt ins Zentrallager rennen? Scheiße. Nur weil ich hier nicht aufgepasst habe. Wattenmist. Grün, bäh. Oh, alles so aufgeräumt und ordentlich hier. Werd verrückt, ey. Hier gehe ich am besten lang, wa? Wie soll ich mir noch einen Weg lang bauen, dass ich mal von hier aus auch reinkomme, wa? Irgendwie ist das ja bisher nicht möglich. Ja, eigentlich. Bietet sich an, ne? Hier und hier. Und dann Fundamente. Zack. Einfach bis darüber. Und dann kann ich mir hier mal einen Weg rüber bauen. Schwupp. Stahlbeton bitte. Nee, nicht Stahlbeton. Blödsinn. Hier, Träger. Oh, ein bisschen was haben wir ja da. Ich hätte gedacht, das wäre mehr, ne? Warum ist denn das so wenig? So, wie sieht es mit dem Rest aus? Beton könnten wir noch ein bisschen mitnehmen. Und den liegen. Brute gleich hier vorne. Ist auch so wenig. Was wird denn hier alles geschreddert, sag mal? Sortier den Scheiß mal. Davon haben wir viel zu viele. Füllen wir mal ein bisschen auf. Sortier nochmal. Rotoren haben auch 10 Millionen, brauchen sie nicht. Zack, zack. Und, naja, einen vollen Stack können wir schon mitnehmen. Und was können wir noch hier lassen? Kabel. Habe ich die überhaupt hier? Wahrscheinlich habe ich die doch, habe ich tatsächlich hier. Ich werde verrückt. Auch so wenig. Was ist denn hier los? Ich hatte da volle Stacks. Läuft das hier alles in Schredder oder was ist hier los? Ach nee, da werden die anderen immer erst voll gemacht, ne? Schrauben ist schon voll. Scheint so. Wir gucken mal. Zack, ob wir Schaden nehmen? Wir versuchen es lieber nicht. Wo sind die Schrauben? Hier vorne. Ja. Ich glaube, da sieht es genauso aus. Ja. Schrauben haben rauen Mengen. Okay. So, was brauchen wir noch? Haben wir ein bisschen Beton, nehmen wir noch mit. Eisenplatten nehmen wir auch noch ein bisschen mit. Zack, dann nehmen wir einmal Beton. Warum habe ich so wenig Beton? Gut, das meiste liegt oben. Und viel haben wir auch einfach weggehauen, ne? Und da haben wir gerade erst angefangen. Von daher ist das wohl okay. Das ist ja Blödsinn hier. So, Eisenplatten haben wir jetzt genug. Rohre haben wir genug. Beton haben wir genug. Gut, dann können wir jetzt los. Auf geht's. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir das hier gleich einordnen. Und dann ist auch wieder alles schön. Und ich glaube, am schnellsten hoch kommen wir hier. Aktuell noch. Aber das wollen wir nach Möglichkeit auch irgendwie ändern, ne? Zack. Aber nicht jetzt. Jetzt haben wir hier ganz andere Aufträge. Schwupp. Ist auch weit bis nach da hinten. Meine Güte. So. Und hier geht jetzt gerade nichts raus, logischerweise. So. Dann passt das schon mal. Mittlere Ausgabe ist dann. Tüdelüt. Na, wo haben wir es? Ich habe die Aufnahme gestartet. Ja, habe ich gestartet. Ist schon mal gut. Na, bin ich doof? Alter. Na, Stahlträger. S. Rödel, rödel, rödel. Stahlträger und rechte Ausgabe ist der Overflow. Überschuss. Danke. Na, ist gespeichert. Jo. So, hier machen wir mittlere. Oh, ne, jetzt machen wir linke Ausgabe. Ist der Überschuss und mittlere Ausgabe ist.
Genau. Stahlrohr. Zack, fertig. Dann machen wir hier das gleiche wie vorhin. Bis hier. Und das war zu weit. Dum dum. So müsste passen, oder? Ja. So, haben wir das schon mal erledigt. Und dann können wir jetzt endlich hier oben weitermachen. Sollen wir gleich... Ich überlege... Wir könnten hier gleich mal anfangen, unser Fernreisesystem anzufangen, oder? Ich glaube, das mache ich. Dann haben wir hier einmal einen Ausgangspunkt. Da kommt jetzt erstmal noch der Schwefel lang. Habe ich die überhaupt schon? Ich muss mal gerade gucken. Quatsch. Erstmal kommt das hier rauf. Und dann kommt das hier alles rüber. Habe ich hier... Ja, super. Das geht natürlich klasse. Ja, ja, ungenaues Ziel. Scheiße. Hätte ich mal früher drauf kommen sollen. Okay, das eine. Na komm. Trevin. Klick, 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 klick. Ach komm. Das muss doch irgendwie gehen, ohne dass ich das wegreiße, oder was? Das ist doch Mist. Das ist doch Mist. Kommt von da. Muss ich es wohl doch nochmal. Oh, hat auch gar nicht. Doch, hat gesessen. So, dann die hier rauf. Und dann passt das. Ja, das passt natürlich dann nicht mehr. Alles Mist. Da wieder rüber und darüber. Und die muss ich dann wahrscheinlich auch einmal wegreißen. Einmal nach da, einmal nach da. Und dann läuft das wieder. Sehr schön. So. Zurück zum Eigentlichen. Da läuft Schwefel. Wo haben wir denn unsere... Habe ich die noch nicht freigeschalten wieder? Oh shit. Doch, hier. So, dann machen wir da nämlich die rauf. Das passt auch haargenau. Super. Und... Machen hier einmal einen Eingang. Hey. Scheiße. Wie machen wir das? Kann ich die so... Ja, das geht sehr schön. Dann... Gibt es dafür Wandstützen? Bestimmt, oder? Moment, wir machen das mal... So. So. Und dann gucken wir, ob wir dann eine Hypertube rankriegen. Ja, genau. Das war schon mal Quatsch. Wie macht man das? Vielleicht so. So. Und dann passt das genauso wenig, ohne dass da ein riesen Kuddelmuddel draus wird. Das ist doch Mist. Wir gucken mal auf die Seite. Können wir es von hier aus machen. So. So. Alter, das ist doch scheiße.
Kurz gesagt, das Ding steht da einfach kacke. Also bauen wir hier einmal ein Ständerwerk hoch. Da oben kommst du drauf. Und was brauchen wir dafür eigentlich? Oh, Kupfer. Ich glaube, ich muss nochmal Kupfer holen. Hey. So. Mal wieder die Stütze hier. So. Nee, das ist so schon mal scheiße. Es kommt davon, wenn man die Dinger nicht so oft baut, ne? So, da sind wir genau auf Höhe. Und wir suchen es mal so rum. Denn ich will ja nach Möglichkeit hier die Fließbänder nachher nicht irgendwie verdudeln. So, Hypertube-Eingang. Zack. Dann haben wir das schon mal. So, dann brauchen wir jetzt noch Kupfer. Also nochmal zurück ins Kupferlager, wenn man alles auf einmal machen will, ne? Aber bevor ich den Weg noch dreimal laufe, machen wir es doch lieber so. Und ich muss dran denken, dass ich das Teil noch an Strom anschließe, weil sonst schieße ich dann nachher durch die Wand. Zack. Das war knapp. Kupferrohr. Oh, das ist aber... Das ist nicht die Welt. Das ist wahrlich nicht die Welt. Und dafür brauche ich... Ja gut, nehmen wir auch gleich ein bisschen mit. Wo sind denn meine ganzen Ressourcen hin? Ich hatte doch so Unmengen. Die irgendwo hängen geblieben oder was? Hier kommt nichts an. Aber es könnten auch einfach die Fließbänder sein, die zu langsam sind. Die nicht so richtig hinterherkommen. Und von hier kommt ja auch nichts. Ein paar modulare Rahmen, okay. Ja gut, hier ist auch nicht viel angeschlossen. Obwohl doch... Der ganze Kupferkram ist hier dran. Warum, wieso, weshalb? Weil noch leer wahrscheinlich. Bis der scheiß Container hier hinten voll ist, dauert das natürlich eine Weile. Wie voll bist du? Ja, gut. Dann geht ja mal gleich eine Menge mehr runter. Weg damit. So. Jetzt haben wir wesentlich mehr Kupfer. Ja, das sollte, damit sollten wir hinkommen, oder? Feini, 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 fein. Dass wir langsamer anfangen, uns Laufwege zu sparen. Geht ja so nicht weiter. Entschuldigt. So, dann gucken wir doch mal, zack, hier irgendwo eigentlich Hypertubes liegen? Nö, nirgends. Das ändern wir jetzt erstmal. Dann machen wir hier nämlich die hin, auf 2 und, nee, auf 3 sogar. Auf 3. Dann kommen die auf 2 und die auf die 1. Dann sollte das hier eigentlich recht zackig gehen. Wenn ich den Scheiß hier wieder weg habe. Mist. Na, ich komme immer nur bis zu einem, ne? So. Kommen wir da? Nee. Will er mich aber nicht bauen lassen. Sackgesicht. Versuchen wir hier hochzulaufen. Oh, doch. Ha! Super gut. Muss ich nur einen abreißen. Den auch gleich rauf. Und genau, Förderband Splitter. Das muss einmal weg. Das muss auch einmal weg. Und dann von da nach da. Und von da nach da. Und dann kommt hier natürlich nichts rein. Abmarsch.
Und läuft wieder, sehr schön. So. Den. Und wenn ich schon dabei bin, sollte ich vielleicht auch gleich den hier mit dazu machen. Jetzt bin ich ja mit der Anordnung unzufrieden, ne? So, das soll dahin auf die 3 und das auf die 4. Dann macht das vom Bau her einfach viel mehr Sinn. So. Zack, rüber. Das muss ich eigentlich auch gleich mitziehen. Scheiße. Das zieht sich doch jetzt hier. Nach da und nach da und nach irgendwo da hinten. Mist. Na nun, was ist denn hier passiert? Naja. Hauptsache passt, ne? So, den und den. Meine Güte. Was für ein Gefrickel. Einen lassen wir Luft. Nee, das war jetzt Blödsinn. Den nach da und genau, da gleich den rauf. Zack, zack. Ich sag's euch, wenn ich da bin, hat sich das schon wieder, bin ich schon wieder alle meine Ressourcen los. Ich brauche mehr Inventarplatz. Hier rüber. Aber wenigstens kommen wir nachher schnell zurück. Ich baue jetzt mal hier ein paar Masten drauf. So. So. Ich dachte, bei jedem Umschalte bin ich ja morgen eigentlich fertig. So. Ach, komm schon. Geh mir nochmal auf den Sender, ey. So. Eins. Ach, komm. Zack. 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 Ach ja, schön. Und jetzt ist meine Treppe natürlich hier totaler, na, nicht totaler Bullshit, das geht. Jetzt habe ich aber eine wichtige Sache vorne doch noch vergessen. Nämlich, dass ich da jetzt keinen Strom rangelegt habe und wahrscheinlich zerschelle, wenn ich da aussteige. Na, wie kacke ist das denn? Wie kacke ist das denn? Gut, ich muss erstmal noch hierhin zurück. In der Zeit kann ich nachdenken. Ja, sprinten und Baumenü umschalten geht nicht. So, einmal Strom für den Ausgang. Läuft hier irgendwo Strom lang? Ja, habe ich Strom so toll verlegt, dass das hier nicht mal mehr geht. Ah, guck mal da. Das ist ja herrlich. Dann kann ich ja hier einfach den hinlegen. Zack. So und so. Raus aus der Hütte und nee, das ist scheiße. Dann legen wir lieber einmal hier außen lang. So, das gefällt mir schon mal besser. Sehr schön. Ich habe ein bisschen Angst, da auszusteigen, weil ich nicht an irgendeiner Wand zerschellen möchte. Wir kicken mal. Ja, müssen wir zwar diesmal außen rumlaufen, aber das ist ja wurscht. Zack. Einmal so. Und na, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Einmal so. Dann von da nach da und von da nach. Na komm. Da. Oh, eine neue Himbeere. Die wachsen jetzt auch nach, habe ich mir sagen lassen. Ist das nicht schön? Man kann endlich ein bisschen heilen. Oh, wie ist denn das, wenn ich hier durch diesen grünen Ekel durchfliege?
Einmal so. Einmal so. Dann so. Oh. Das war nicht so gut. Ja, natürlich will ich das so haben. Klar spielen. Das war natürlich die sinnvollste Art und Weise, das da zu verbinden. Na komm. So. Geht doch. Zack. Zack. Lass darüber. Ach ja, was für eine sinnstiftende Aufgabe. Na komm. So, jetzt haue ich wieder davon ein paar der Reihe nach hier rauf. Ein hier. Oh, hier habe ich nur noch die gebaut. Das ist ja unschön. Warum habe ich denn das gemacht, wenn ich hier E-Fundamente habe? Die jetzt auch gar nicht mehr im Lot sind mit dem Rest des Dings. Ach, Markus. Ich habe wieder Sachen auf Zukunfts-Markus geschoben. Bin ich mir ganz sicher. Ich habe das damit super verkackt. So. So. Und. Oh. Alter, das frisst aber auch Stahlrohre. Meine Güte. Das ist ja heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so teuer wird. So. Dann einen runter. Von wegen zu lang. Kannst mich mal. Aber gut, ich glaube, hier ein Eingang bzw. Ausgang reicht mir auch fast. Wir müssen gar nicht mehr so weit. Warum sind denn hier so viele? Echt? Muss das so? Naja, gut. Dann muss das jetzt so. Ich glaube einfach, dass ich mir irgendwas dabei gedacht habe. Los, werd fertig da oben. Ach, bitte. Warum willst du denn mir das Leben schwer machen, du Scheißstütze? Hm? Gibt's da irgendeinen sinnvollen Grund für? Ich denke doch wohl nicht. So, einmal das hier schon mal dran. Und ich vermute einfach mal, das hier geht ein bisschen besser. Ich kotz. Na egal. Dann muss da wohl oder übel mein Ausgang erstmal hin. Den machen wir mal. Zack. So. Hypertube-Eingang. Und jetzt reicht das garantiert nicht mehr fürs Rohr nach da. Komm. Oh, aber gerade so. Zack. Zack. Oh. Dreh mal um. Dreh mal um. Dreh um. Halt. Ah. Okay. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Wir können wenden. Das ist ja schon mal gut. Plopp. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun, mein Freund. Ich hätte auch lieber hier oben, glaube ich, den Ausgang. So. Da wollen wir hin. Und dann waren wir hier bei, ne? Da kommt noch einer rauf. Wie nah können wir hier ran? Ich glaube nicht, dass wir näher als so können. Na komm. So. So. Komm. Ja, das passt. Sehr schön. Und dann kommt jetzt offiziell Bautz Schwefel an. Das ist ja der Wahnsinn. Jo, läuft. Du kannst da oben von mir jetzt erstmal stehen bleiben. Und wir nehmen die Schnellreisefunktion. Schwupp. Ab nach Haus. Wie gut finde ich das denn? Ach, und dabei fällt mir ein, dass ich nochmal nach der Kohle gucken wollte. Ja, das gibt Gas. Was hängt denn da an dem dran? Was hat denn der da in der Hand? Ach, das sind... Ah! Das sind die Stelzen, ne? Das ist ja ein hässlicher Bug. Das ist ja ein ultra hässlicher Bug. So.
Du produzierst 240. Und jetzt fällt mir auf, dass wir gar nicht die Schnellreisefunktion nach Hause nehmen können, weil wir die scheiß Pferdewände upgraden müssen. Weil mit 60 werden wir hier wohl nicht auskommen, ne? Kein Wunder, dass da hinten nichts läuft. Wenn hier nur ein Viertel von der Kohle ankommt, die ankommen sollte. So, ab hier scheint es zu stimmen. Zack. Machen wir drunter durch. Stimmt, 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 stimmt. Okay. Ungültiges Ziel. Okay. Da kommen wir nicht mal drunter durch, Alter. Bäh, weg da. Weg. So, und baldigst können wir uns mal den da unten vornehmen. Ich achte gerade das erste Mal drauf, dass da so ein Knopf drauf ist, den ihr drücken kann. So. Haben wir überall Level 3. Ja, sehr schön. Dann sollte das mit der Kohle ja jetzt wesentlich besser laufen. Sodass die dann auch wieder auf volle Lotte rennen. Achso, da steht das einfach noch ein bisschen über. Und jetzt steht hier auch die Kohle auf dem Band. Sehr schön. Da kommt der Nachschub. Was ist hier nicht in Ordnung? Oh. Hubala. Einmal genau falsch rum. Da muss Eisen und... Wieder falsch rum? Jetzt auf beiden Eisen. Ist auch geil. So, wie ist es denn hier? Ist hier richtig rum? Ja. Kohle in. Kohle ist außen. Das ist doof. So, also Kohle hierhin und Eisen dahin. Und wenn du falsch bist, dann musst du hier rein und dann müsste das jetzt wieder laufen. Sehr schön. Löppt. Löppt, 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 löppt. So, dann können wir hier jetzt irgendwas mit dem Schwefel anfangen. Hier haben wir so unsere Produktion, die eigentlich nur so ein bisschen persönlichen Stuff produziert. Müssen wir noch irgendwie hinführen da, ne? Das können wir doch eigentlich hier unterirdisch machen. Ja. Das ging ja auch ganz gut mit dem... Oh, das schaffen wir nicht. Das ging ja auch ganz gut mit dem Wasser, das wir hier früher hergeschickt haben. Gucken wir doch einfach mal. Ja, da machen wir flache für. Ja, da haben wir sogar noch flache. So, dann so, so, so. Und dann schicken wir hier einfach. Den anderen Stuff lang. Du musst weg. So, so, so. Hier kommen wir noch durch. Herrlich. So, dann muss das bis... Ah, uncool. Oh, man sieht so schlecht. Wo schicke ich denn das runter? Wie muck wie das, wie muck wie das. Hier. Hier geht's einfach runter. Fertig, aus, Ende. So, dann brauchen wir... wo kommt's hin? Ja, hier reicht eigentlich, ne? Machen wir's mittig. Ne, wer weiß, was wir da noch lang schicken. So, du einmal nach da. Oh, jetzt wird's aber eng mit Stahl. Da müssen wir jetzt nochmal nach... Oh, nein, zurück. Die saugen einen aber auch an, meine Fresse. Nichts ahnt. Und zack, hängt man da drin. So. Na, siehst du wohl. So sieht das auch schon besser aus. Quatsch, hier oben muss ich hin.
Und dann geht's da runter. Aber erst muss ich da vielleicht mal Fundamente hinsetzen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ach komm. Mist. Reicht uns das? Das müsste uns reichen, ne? Nee, es reicht uns nicht. Aber es macht nichts. Da können wir eine flache Steigung ruhig nehmen. So. Ja, so ist in Ordnung. Gehen wir bis hier. So. Ich passe hier noch durch. Herrlich. Brut. Steht das richtig? Ich bin mir gerade nicht sicher. So, da der ruhig ein bisschen rausgucke. Passen die hier überall hin? Nee. Also, machen wir von hier aus und runter. So. Nach hier. 1, 2, natürlich. Markus, keine Hektik. Das ist Blödsinn, bringt dir gar nichts. So. Ja, müssen wir so machen. Und dann nach hier hinten durch. Und da kommt hier Fördermast hin. Zack. Ist doch schicki, oder was? So, dann machen wir hier. Ne, das war der falsche. Den hier. So. Und so. Und hier zu allen Seiten offen. Obwohl der ist hier irgendwie auch fehl am Platz. Das machen wir noch anders. Hier bauen wir mal den hin. Ja, ich glaube, mittiger wird es nicht, ne? Erstmal so, damit er weiß, wo er langlaufen soll. Den da runter und den da rum. Zack. Und dann kann das alles nochmal weg. So. Und so. Und so. Das macht da schon mehr Sinn. Und dann haben wir hier Schwefel. Und falls wir noch was brauchen, können wir den hier wegreißen und können das noch da abführen. So, was können wir denn jetzt aus dem schönen Schwefel machen? Ich vermute einfach mal, wir brauchen dafür einen Konstruktor. Den wir auch direkt hier neben knolzen können. Wie haben wir das hier drüben gemacht? Ja, die stehen alle dicht an dicht gereiht. Oder? Ja. Und dann sollst du uns machen... Oh, nichts von dem. Wie stelle ich denn den Scheiß her? Brauche ich da einen Manufaktor? Das wäre ja heftig. Oh, der passt da sogar gerade super gut hin. Das ist ja Wahnsinn. Da. Schwarzpulver. Kohle und Schwefel. Na Mensch. Dann brauchen wir sogar noch einen zweiten Fahrstuhl. Das ist ja der Wahnsinn. Von wo kriegt ihr euren Strom? Von dem da. Der ist aber ein wenig voll. Dann brauche ich, glaube ich, hier tatsächlich noch. Kriegen wir den hier irgendwie hinge... Ah, fehlt Turbodraht. Dann könnte ich den da einfach zwischenpengen. Okay, wir holen Turbodraht. Auf geht's. Das machen wir doch glatt einmal. Zip. Schwupp. Ach ja, und ich muss nicht lange suchen. Ich habe das gleich alles hier. Turbodraht, Turbodraht, Turbodraht. Natürlich am Arsch der Heide. Und auch nicht so viel da. Aber gut, das ist jetzt gar nicht weiter wild. Wieso habe ich so wenig Turbodraht hier? Das ist ja Quatsch. Da sollte viel mehr sein. Und wieso ist schon wieder eine Dreiviertelstunde rum? Das ist noch viel größerer Quatsch. Schon wieder alles fast vorbei hier. Meine Güte.
So, jetzt kann ich hier natürlich... Ah, das nervt mich ja jetzt schon. Du musst leider weiter nach hinten, mein Freund. Produktion, Manufaktor. Kann ich den... Ja! Ist ja Wahnsinn. Und du bist aber zu hoch. Ja, es klappt jetzt natürlich nicht mehr. Schön. Aber... So. Und so. Und so und so. Herrlich. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Das finde ich richtig gut. Das gefällt mir. Und da machen wir dicht. Und dann machen wir hier nämlich gleich das Gleiche. Und dann ärgern wir uns hier gar nicht großartig. Ne, die müssen wir gar nicht so, die müssen wir zack, nach da ausrichten. Und dann kommt von hier die Kohle. Und dann können wir hier nämlich gleich den nächsten Container ranballern. Unter Organisation muss er sein, ne? Ja. Herrlich. Es fehlen mir Rohre. Meine Güte, ich habe lange nicht mehr so viel Kram verbaut. Gefühlt. Du solltest dich langsam füllen. Sehr schön. Die ersten 100 sind schon da. Das Ding braucht Stahlrohre. Naja, gut. Okay. Braucht er halt Stahlrohre. Wir sind da mal nicht so. So, da rein, da raus. Ich mache was völlig anderes, als ich machen wollte. Ich wollte eigentlich heute da hinten anfangen mit den Dingssachen. Na, wie heißen sie? Mit den Kabelteilen. Wie muss es jetzt? Ich glaube hier. So. Dann hier hoch. Alihep. Und ja, einmal kicken. Wie muck wir das? Wie muck wir das? Wie muck wir das? Ja, passt genau. Ist ja herrlich. 1, 2. Und komm, jetzt lass das bitte passen. Nein, scheiße. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Kohle. Aber das sitzt trotzdem sauber. Sehr schön. Nur leichter Versatz. Das ist gar nicht mal so... Ach, komm. Zurück. Die baue ich definitiv noch anders. Definitiv. So. Da haben wir ja nochmal einen Kohleausgang. Da muss das ja noch ganz anders. Das ist ja... Leco mio. Das kommt alles nochmal weg. Und dann gibt es ja einfach weiter Kohle. Zack. Wir haben ja zum Glück noch ganz gut Puffer. Was jetzt? Jetzt will meine Maus nicht. Kabel ab. Dürfte eh vollgeladen sein. Jetzt habe ich mich endgültig verfranst. Wo bin ich denn jetzt? Hier will ich hin. Ich glaube, die reiße ich komplett ab. Und... simuliere Statik einfach so. Steht der ganze... das ganze Teil einfach hier drauf. Sag mal her. Ja, so ist gut. Zack. Zack. Ja, so finde ich das gut.
So finde ich das völlig okay. Und dann machen wir einfach so. So, da sind wir da. Und wir müssen aber zwei weiter unten sogar. Eine Etage, zwei Etagen. Ich hoffe, das passt. Ja. Das passt, aber das gefällt mir so nicht. Was lief denn, läuft denn da drauf? Darauf läuft gar nichts. Ach komm schon, warum läuft da eigentlich nichts drauf? Da sollte doch was drauf laufen, oder nicht? Da läuft Schwefel. Und da hinten läuft einfach nichts. Weil der nicht angeschlossen ist, würde ich einfach mal behaupten. So. Und jetzt läuft auch wieder Eisen. Sehr schön. So, das Kohle-Ding habe ich da gerade angeschlossen. Und da wird auch nur Eisen gebraucht, Fragezeichen. Da drauf läuft Eisen. Da drauf läuft auch Eisen. Gut, und da drauf läuft jetzt auch wieder Eisen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, sind wir wieder bei dem Problem. Wir gehen hier einfach einmal um die Ecke rum. Dann sind wir schon mal hier, stellen fest, dass der zu hoch ist. Und jetzt zu flach. Schön. Manchmal läuft's, ne? Jetzt müsste es stimmen. Das war Blödsinn. So. Na komm. Und so. So geht's doch klar. Wie kann ich das schöner lösen? Eigentlich gar nicht, ne? Und wieso ist der höher als der andere? Der muss tatsächlich auch nochmal weg. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Abbrander. Und dann gehst du auf die Höhe. Zack, dann gefällt mir das auch. So, dann machen wir hier noch den Boden dicht. Und vor allem... Irgendwie müsste ich da auch runterkommen können, ne? Ja. Definitiv muss ich hier irgendwie runterkommen. Machen wir so. So. Reicht das? Wahrscheinlich nicht. Doch. Sauber. So, dann komme ich hier runter. Dann kann ich... So, 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 so und da unten kann auch dicht. Und so. So kann ich leider nicht mehr. Mann ey. Das missfällt mir. Gut, aber dann mache ich da so dicht. Und da. Ja, so. Und hier auch so. Ja. Das gleiche machen wir hier drüben. Zack. Und hier einmal die Kurve ran. So, dann ist so alles dicht. Herrlich. Wir müssen nochmal Geländer rum. Die müsste ich bei Zeiten nochmal freischalten. Aber ich kann hier immer noch hin. Das ist schön. Wobei ich hier eigentlich auch noch dicht müsste. So, so, so. So und so und so.
Und dann kann ich hier trotzdem komplett durchlaufen. Falls ich hier mal was verändern muss. Ja. Sehr schön. Zugang gewährt. Und jetzt brauchst du noch Strom. Zack. Mast Mark 2. Der kommt hier schön zwischen. Wir kommen diese vielen Kabel. Erstmal hier rüber. Und dann gehst du ans Netz und du ans Netz und... Wo kriegst du Strom her? Von hier hinten. Das ist auch TINF. Das brauchen wir nicht. Du kriegst von hier jetzt auch Strom. So. Sehr gut. Dann stell mal Schießpulver her. Und dann haben wir tatsächlich Schießpulverproduktion. Das ist ja abgefahren. Und daraus müsste ich dann irgendwie eigentlich auch Munition machen können. Wie mache ich denn das? Das soll eigentlich gar nicht da rein. Aber ich brauche es erstmal, um hier, glaube ich, was freizuschalten. Man. Lithium, Blakeks, Nährstoffe, Schwefel. 50 davon brauche ich. Ja, die kann ich doch auch fix händisch herstellen, oder? Ich meine, der müsste ja relativ fix volllaufen. Dann machen wir doch mal fix ein paar. Zack. Black Powder. Ja, das geht ja zackig. Das machen wir doch einmal schnell. Wir forschen das einmal. Und dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Ich will ja noch dieses Schienengewehr haben, ne? Das finde ich ja wesentlich cooler. Dann haben wir mit dem Upgrade oder der Forschung auch einen schönen Abschluss der Folge. Ist doch super. Und hi ho. Forschung starten. Rödel, rödel, rödel. Piu. Flüchtige Anwendung. Oh, Sprengstoff. Nobelisk-Sprengstoff. Okay. Nobelisk-Zünder. Das Gewehr. Den Gerät. Was ist das? Platine. Krieg ich wahrscheinlich erst im nächsten Dings, ne? Das ist doch garantiert im Manufaktor. Kann ich die schon händisch herstellen? Das Ding dann nervt mich ja auch, ne? Ne. Da brauche ich erst... Na, wo sind sie? Amiro, ne, die brauche ich nicht. Kann ich die hier gar nicht herstellen? Ne, diese Kabelteile kann ich hier gar nicht herstellen. Ist ja auch interessant. Was machen die denn hier? Na egal. Okay, wie dem auch sei. Wir haben jetzt erstmal Schießpulver. Der kann ja auch fleißig produzieren. Oh, das sieht echt gut aus. Das finde ich gut so. Ich will das viel mehr so haben. Das gefällt mir. Rödel, rödel, rödel. Aber es ist ja tatsächlich nur so persönlicher Bedarf. Bewaffnung und so. Ich finde, das ist hier hinten ganz gut aufgehoben. Dann werde ich daraus nachher schön die Munition machen. Und Sprengstoff. Uah. Sprengstoff finde ich richtig gut. Gut, wir müssen schnell weiterkommen. Schwerer modularer Rahmen. Projiziere ich den mittlerweile eigentlich? Das gehe ich nochmal gucken. Ja. Auf jeden Fall... Kann ich mich jetzt schon mal herzlich bei euch bedanken fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und was ist hier? Vielseitiger Rahmen. Na Mensch. Den haben wir hier. Und ich habe noch keine schweren modularen Rahmen. Wie mir scheint.
Das hier ist modularer Rahmen. Aber ich dachte, die hätte ich hier schon gemacht. Ach scheiße, egal. Gucken wir beim nächsten Mal. Wie gesagt, danke fürs Zugucken. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich hoffe, diese neue Bauform, die ich da vorhin gerade so angewandt habe, gefällt euch. Könnt ihr mal einmal kurz kommentieren. Und wenn dem so ist, dann würde ich gucken, dass ich das zukünftig öfter so mache mit diesen unterirdischen Dings hier. Bells. Und dann kriegen wir hier doch nochmal ein bisschen mehr Ordnung rein. Das fetzt doch für eine Mark. Und naja. Lasst es mich wissen. Ich werde mich da ein bisschen an euch orientieren. Und ansonsten danke ich euch fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdt.